einem neuen Vlog von den Schnuckis. Wir sind heute im Movie Park zu den Cheerleader Days. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind hier wahnsinnig viele Cheerleader. Es ist komplett überfüllt. Also. Ja, der Park ist wirklich überfüllt. Wir haben schon ein paar Runden gedreht, wir haben uns natürlich auch schon Becher geholt und gucken mal, was wir heute so erleben können. Es ist relativ voll, wie schon erwähnt, und wir werden das Beste draus machen. Ja, genau. Natürlich haben wir uns wieder einen Refillbecher geholt. Diesmal mit der Moviepark-Sorte. Keine Ahnung. Maryland Secret, genau. Maryland Secret ist Spreit mit Himbeere oder sowas. Ja. Was kostet der Spaß? 12 Euro, ne? Im Angebot war das. Ne? Ein Becher 15,90. Und wenn du drei Becher oder mehr nimmst, dann kostet es noch 12 Euro. Also je Becher du nimmst, umso günstiger wird es. Und man kann sie alle halbe Stunde auffüllen, ne? Und du kannst sie jede halbe Stunde wieder auffüllen, wenn du dann einmal dran warst. Ja. Oh mein Gott! Ja, aber gut. Es war mega scheiße. Mega scheiße? Ja, es tut halt ein bisschen weh, aber es macht trotzdem Spaß. Also, ich find's gut. Aber nicht nochmal heute. Nee. Das war mega klasse mal wieder, aber haut richtig rein, alter Schwede, die Intensität bei diesem Turm, heftig. Unangenehm, ne? Ja. Kann man nicht mal mehr Fotobomben machen bei deinem... Spaß? Spaß und gute Laune in einem sehr überfüllten Park. Aber gut, es ist Pfingsten, es ist okay, es ist schön. Und es sind ganz viele Cheerleaders hier. Ja, 5000 Stück, sagte der andere Kevin. Sagte der Kevin. Deswegen, ja, ist heute gut was los. Ja. Aber wir haben Spaß. Wir gehen zu Star Trek. Gucken wir mal. Ja. Oh, man kann jetzt voll nicht haben. Wir stehen hier jetzt im Wartebereich von Star Trek Operation Enterprise. Okay, die wollte gerade was durchsagen, die Operatorin, aber es ist sehr leise gewesen und dementsprechend untergegangen. Wollte gerade was durchgeben, war aber sehr leise, dass man sie nicht verstanden hat und ja, die Bahn hat eine Störung. Aber anscheinend geht es schon wieder weiter, weil sie Leute wieder reinlassen. Wir kommen jetzt aus der Star Trek Operation Enterprise. Als wir uns angestellt haben, war noch alles cool. Ja. Jetzt ist aber während der Fahrt ein krasser Regenschauer runtergekommen. Das war ein ganz schön hartes Peeling. War ein bisschen unangenehm, ja. Aber die Fahrt war super und die Wartezeit auch voll okay. Ne? Ja. Also dafür, dass der Park so voll ist, ich glaube, wir haben vielleicht 20 Minuten gewartet oder so. Also es ging echt schnell. Nur leider keine Pre-Show. Ja, fand aber ich ein bisschen schade. Das ging recht schön. Ja, das stimmt. Aber ich hätte die Pre-Show gerne mal wieder gesehen, weil Anfang der Saison lief sie ja, ne? Ja, genau. Und jetzt leider irgendwie nicht, aber man weiß ja nie, woran es liegt, ob es am Personal liegt oder so. Ne? So, und jetzt
füllen wir unser Getränk mal wieder auf. Mittlerweile schon zum dritten Mal. Aber muss man, ja auch ausnutzen. Ne? Wir sind auch erst 2 Stunden hier. Und sind jetzt eine Attraktion gefahren. Ja, aber dafür haben wir auch schon 3 Mal unser Getränk aufgefüllt. Ja, das stimmt. Und Pizza gegessen. Und Pizza gegessen, das stimmt. Pizza war auch sehr gut eigentlich. Jo. Und dann wollen wir Studios fahren. Jo. Verloren. Er holt Donuts. Ich hoffe, er holt auch Donuts für alle. Ja. Mal gucken, aber es regnet, also jetzt nicht mehr. Nee. Mal schauen. Also hinten ist immer noch dunkel, aber Wetter wird schon. Wird schon. Donuts für alle. Nice. Man muss ja auch mal was gönnen, ne? Oh, sehe ich auch so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark-Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Frillberg. Ein paar Regeln gibt es hier noch zu. Hallo? Könnt ihr mich hören? Es klappt! Was machst du denn da? Ich dachte, wir machen die Führung heute zusammen. Ja, natürlich. Also Leute, das hier ist das... Ich bin das Safe Driving Automotive Motion System. Ihr könnt mich aber auch gerne Sam nennen. Man könnte auch sagen, ich bin das Hirn dieser Tour. Der ist unter dem von Helsing. Hat Robin uns mal erzählt. Den habe ich da gesehen. Ja, nein, aber da ist ein ganzes Pad in Ordnung. Genau. Das ist so der Patrick's Becher. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber es ist... Oh Gott, ich habe nicht nichts dran. Einen, der mehr zu sagen hat, das bin natürlich ich. Und Kat, die Filmbranche und daher auch unsere Studiotour, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn Sie hier eine Rolle spielen möchten, da sollten Sie mindestens 1,10 Meter groß sein und älter als 6 Jahre. Wer diese Anforderung noch nicht erfüllt, der kann leider nicht mit dabei sein. Keine Sorge. Das nächste Casting kommt bestimmt. Die Moviepark-Studio-Tour ist ein multimediales, turbulentes, Hochgeschwindigkeitserlebnis. Thank you.
war gut? Ja, war nett. Also ich mag sie halt immer noch ganz gerne. Aber mit der Zeit sieht man ja auch immer mal ein paar mehr Sachen. Ich habe jetzt dank meinem Mitfahrer Kevin Bugs Bunny in der Fahrt gesehen. Und ja, finde ich witzig. War cool. Und jetzt? EXC oder was? Ja, so war der Plan. Sehr gut. Bin ich dabei. So. Vor uns ist ein bisschen nasser geworden. Ja, aber ich bin ganz schön nass geworden hier. Wer aber das sieht. Ich habe ordentlich was abgekriegt. Ja. Aber gut, ne? Ich bin fasziniert von der Frau, wie nass die eigentlich ist. Entschuldigung. Factory war ganz schön intensiv eigentlich. Auch die Bremsen vor den ungeneigten Mauskurven hat nicht gegriffen, hat ordentlich reingeballert. Also leck mich am Arsch. Und 40 Minuten haben wir jetzt gewartet. Ja. War okay, ne? Hat halt keine Kapazität und wenn hier die ganzen Leute mit ihren Fastpässen bevorzugt werden, ist das halt so. Ne? Man weiß ja, wenn man am Pfingstwochenende hier irgendwo ist, dass die Parks auch relativ voll sein können. Ja, das stimmt. Aber sonst geht es eigentlich von den Wartezeiten her, also bisher. Ja, das stimmt. Aber jetzt wird langsam mal was Richtiges gegessen. Echt? Hast du Hunger? Ja, mir ist ein bisschen schlecht. Noch gar nicht. Darf ich euer Essen auch ein bisschen fehlen? Kann nur das Essen. Mhm. Oder euch beide. Gibt jetzt genau. Essen. Ich will mal weiter gucken. Ich stopp hier wieder. Mal gucken, ja, wir geben ja, dem Van Helsings Restaurant jetzt mal eine Chance. Vielleicht schmeckt das ja ganz gut. Nun haben wir gegessen und
Wir sind satt. Es hat eigentlich echt gut geschmeckt. Kannst nicht sagen zu dem Preis 11,50 für einen Teller, den du nach deinem Belieben voll ballern kannst. War gut. Okay. Ja. Kann man empfehlen. Und sag mir, was es schmeckt. Oder ist es Eistee? Ja. Strawberry? Ja. Ja? Voll geil, oder? Ja. Lecker, Riefel. Riefel hier im Moviepark. Machen. Günstig. War ganz nice eigentlich. Ja. Ist halt wild, ne? Ist ja auch eine wilde Maus. Ja, musste ja auch. Genau. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt gleich 18 Uhr. Wir werden jetzt in die Shops gehen und mal gucken, was es da so gibt. Genau, unser Getränk nochmal auffüllen für die Fahrt. Jo. Und dann geht's auch gleich nach Hause. Ja. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Aber war doch eigentlich ein ganz guter Tag, oder? Ja, fand ich auch. War okay, war gut gefüllt. Aber war gut. War gut. Ja. Nun ist ein schöner Tag hier im Moviepark wieder vorbei. Es war relativ voll, wir hatten aber eine sehr schöne Zeit. Die Wartezeiten haben sich im Rahmen gehalten, also es war okay. Hätte ruhig ein bisschen kürzer sein können, aber es war, ja, wie gesagt, okay. Also ich habe auch gedacht, dass es viel, viel voller ist, gerade auch bei Van Helsing's Factory. Da waren wir mit 40 Minuten ganz gut dabei, fand ich, oder? Ja, und Star Trek hatten wir knapp 20 bis 30 Minuten gestanden, war auch völlig im Rahmen. Völlig im Rahmen, ja. Soweit habe ich nicht groß zu meckern hier heute. Operations ist natürlich immer so ein bisschen durchwachsen, aber an sich war das gut. Gastro, ja. Ja, die Frau, wir waren bei Van Helsing's Kitchen heute mal essen. Die Frau, die uns das Essen auf den Teller gemacht hat, die war super, motiviert, freundlich und hat auch gute Tipps gegeben. Aber die Frau an der Kasse war eine Katastrophe, wirklich. Die verdreht die Augen, wenn man seine Kassenzettel liegen lässt und da. Und die hat auch überhaupt keinen Bock gehabt. Finde ich ein bisschen schade. Ja, so also generell das Personal hatte ich auch immer das Gefühl, dass die nicht so die Lust haben, aber mag vielleicht auch die Einbindung sein, keine Ahnung. Genau. Aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag mit super lieben, netten Freunden hier im Park. Ne? Ja, und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns das mal wissen. Lasst ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.